Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Auf den Start des 12. Spieltags hier in Rödinghausen. Und die Partie ist freigegeben. Rödinghausen in der ersten Hälfte ganz in weiß von links nach rechts. Felbert ganz in blau von rechts nach links. Ober, guter Ball auf Safi. Der nimmt ein bisschen Tempo auf, geht in den Strafraum. Safi, Tor! Das 1:0 für Rödinghausen. 5 Minuten gespielt und Safi erzielt hier das 1:0. Beim Debüt von Trainer Stromberg, der hier ganz dezent und verhalten applaudiert. Klar, der war gestern auch ein bisschen nervös, als er gesagt hat, es ist für mich, für uns auch eine schöne Erfahrung hier, als Trainer mal in der Regionalliga West aktiv zu sein. Und so einen Start, den hat er sich sicherlich nicht träumen können. Hippe, Kaya, der kann gefährlich werden. Tor, 1:1. Das 1:1 durch die Nummer 10, Yassin Kaya. Das war schlecht verteidigt von Hippe. Kaya macht es dann ganz gut mit dem Haken. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Freistoß wird reingespielt. Und wer war es? Horn, der da nicht so wirklich hingeht. Und dann Kaya mit einem strammen Schuss unten links rein. Ja, Haßmann weiß ich nicht, aber da hätte rankommen können. Das sollte man jetzt besser verteidigen. Melich. Gute Aktion von Remo. Remo mit dem Haken jetzt auf links zu Kaya. Wieder das Duell mit Koroba. Geht an Koroba vorbei. Kein Problem für Keeper Haßmann. Ober. Jetzt vielleicht mal auf Safi. Ja, wenn der ankommt, dann ist der gut. Aber Beric ist auch gedankenschnell. Aber Safi setzt sich durch. Safi! 2:1. Das zweite Tor für die Nummer 13 für Safi, für den SV Rödinghausen. Guter Ball von Huber. Biric kann sich da nicht vernünftig durchsetzen gegen Safi. Der lässt ihn ziehen und der schließt dann eiskalt ab und erzielt hier das 2:1 für Rödinghausen. Abdelhamid, Felbert gibt sich hier nicht auf. Biric, Hilger, der Ball ist gut, der ist noch gut. Hilger gegen Haßmann. Flottmann, der bis jetzt aus meiner Sicht fehlerfrei ist. Hilger, Kaya, Schiebner ist in der Mitte, der bekommt den Ball auch. Köpft den Ball übers Tor, geht dann hoch vorbei. Und verliert ihn. Das macht dann auch Ole hoch aus, der damit nach hinten arbeitet, nachdem er den Ball verloren hat. Ober wieder hoch, der probiert es. Marcelenz geht auf Nummer sicher. Haßmann. Ober, ja, mit ein bisschen Glück kommt er zu Kurzen. Töpken kommt mit. Kurzen auf Töpken. Der ist stark, der ist sehr gut. Der ist überragend. Das 3:1 für Rödinghausen durch Thilo Töpken. Klasse gespielt. Wieder ist Hober involviert gewesen. Und dann Kurzen mit der nötigen Ruhe am Ball. Und Töpken sowieso ganz routiniert und mit einer guten Portion Abgezocktheit. Und jetzt muss man aufpassen, dass es hier nicht eindeutig wird. Safi! Man versucht es nach wie vor spielerisch. Oh, der Ball in die Tiefe, der ist sehr, sehr stark. Biric ist zu spät. Safi, immer noch Safi. Was macht er jetzt? Den Blick fürs Tor und er erzielt das 4:1. Direkter Abschluss und sein drittes Tor und das vierte für den SV Rödinghausen.
nach 57 Spielminuten. Jetzt stehen die Menschen hier auch im Stadion und applaudieren dem Mann, der hier eine enorme Ruhe hat. Hatte dann auch die Option, deswegen ich dachte erst, dass er auf Töpkin spielt, aber nee. Rödinghausen wieder in der Vorwärtsbewegung. Abschluss von Ole Hoch, der es direkt probiert. Aber wieder sucht er das 1 gegen 1, wieder verliert er den Ball. Was macht er denn? Und jetzt ist das Spiel vorbei. Rödinghausen gewinnt mit 4:1 gegen Felbert. Und das ist natürlich hochverdient. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.